Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Liebe Fernsehzuschauer, ich habe mich heute verabredet mit Alex Schult und mit Nikolas Behrens von der Abteilung Segeln des SV Einheit Güstrow. Der Grund ist das 11. Drachenbootrennen, was am 30. Juli hier am Inselsee stattfindet oder auf dem Inselsee stattfindet. Ja, das 11. Drachenbootrennen, Alex, ist es bereits, aber trotzdem gibt es immer noch Änderungen. Die wichtigste vielleicht? Genau, wir werden dieses Jahr die Bootsklassen in Sport und Fun unterteilen, um zu sehen, wer wirklich der Bessere ist und jedem auch die Chance zu geben, in seiner Bootsklasse sich zu qualifizieren. Und ich habe gehört, mindestens 4 Rennen sind garantiert. Genau, wir werden den Modus dieses Jahr so aufbauen, dass mindestens 4-mal gepaddelt wird in den Mannschaften, um, sag ich mal, auch den Spaß dabei wirklich zu garantieren. Ja, ich glaube, der ist auch garantiert, wenn man Sport und Fun trennt, dann haben beide Spaß. Genau. Aber es gibt auch eine Änderung in der Besatzung. Richtig, wir werden das dieses Jahr so machen, dass maximal 10 Männer in einem Boot sitzen und wir die Bootsstärke allgemein auf 16 erhöhen. Das heißt, es müssen mindestens 4 Frauen sein und dann geht das Boot los. Ich habe gelesen, oh la la, es ist auch Frauentausch möglich. Wie passiert denn das? Genau. Ja, man kann dieses Jahr 20 Paddler insgesamt anmelden für ein Team und dann kann man untereinander tauschen. Letztes Jahr hatten wir das ja mit den verschiedenen Bändchen. Das haben wir dieses Jahr anders gemacht. Wir wollen, dass die Paddler auch untereinander tauschen können, auch unter den Teams. Wenn man, sag ich mal, jetzt nicht genug Frauen hat, ist das kein Problem an dem Tag. Geht man zu einer anderen Mannschaft an dem Tag und sagt, Mensch, habt ihr noch eine? Und dann geht das ganz einfach, um, sag ich mal, auch paddeln zu können, ne? Am 30. Juli ist das Rennen. Bis wann muss man sich angemeldet haben? Naja, 18.07. ist so die letzte Möglichkeit, sich anzumelden. Ich würde immer empfehlen, sich jetzt schon anzumelden, da wir schon relativ viele Meldungen vorliegen haben. Okay, Dankeschön. Nikolas, was können wir denn gewinnen, wenn wir mit teilnehmen? Also wir haben natürlich wieder mehrere Pokale in beiden Klassen, im Bereich Fun und im Bereich Sport. Haben wir ja den Wanderpokal mehrfach gewonnen im Bereich, also in den letzten Jahren von den Black Pearls. Ja, Pokale gibt es dann, wie gesagt, für die ersten, für die 3 Erstplatzierten. Und wir fahren auch wieder die beste Kostümierung aus. War ja in den letzten Jahren auch immer sehr beliebt. Und wie ist der 30. Juli überhaupt geplant? Wann geht es los? Wir werden also die Eröffnung um 11 Uhr machen. Bis dahin sollte dann noch alles stehen von den Mannschaften. Und der erste Start wird um 12 Uhr erfolgen. Dort fahren wir dann die Qualifikationsrennen aus. Das heißt, jede Mannschaft fährt 2-mal gegen die Uhr. Die Zeiten werden addiert und danach spalten wir das Feld dann in Sport und in Fun. Ja, wir hoffen, wenn das Wetter hält, dass wir dann gegen 18 Uhr mit den Rennen durch sind. Danach dann natürlich die Siegerehrung mit den entsprechenden Sektduschen. Ja, und danach kommt unsere berühmte After-Race-Party, die dann so circa 19 Uhr 30 starten wird. Da ist dann Highlife. Da ist auf alle Fälle Highlife. Ich weiß von vielen Teilnehmern, dass sie sich auch besonders darauf freuen. Ne? Okay, an dem Tag sind da auch Besucher möglich, also die sich das Rennen angucken können? Also Besucher sind immer herzlich willkommen bei uns. Wir haben ja ein sehr weitläufiges Gelände hier bei uns. Die Stege, Terrassen können dann natürlich auch die Zuschauer benutzen. Eventuell werden wir auch wieder einen Ponton haben, was hier vorne dann am Steg liegt und was die Zuschauer dann auch nutzen können, um die Rennen zu verfolgen. Okay, Dankeschön. Dann frage ich nochmal in die Runde, haben wir was vergessen, was wichtig ist? Also von meiner Seite nicht. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und ja, wünsche jetzt schon gutes Wetter vom 30. Juli und naja, noch viel Stress bei der Vorbereitung. Ja, also das gute Wetter wünschen wir uns auch, aber nicht so viel Stress bei der Vorbereitung. Okay. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.